Da ist man einmal mit Jungs unterwegs. Leute, wir sind heute auf einer nice Mission. Und zwar wollen wir mit diesem Auto campen gehen. Wir haben diesmal nicht die ganze Crew mit dabei, nur noch die dumme Lea. Wuhu! Wuhu, man kann hier richtig driften, Digga. Wuhu! Leute, wir sind hier gerade auf jeden Fall im Wald. Guckt euch das an, Leute. Wir sind hier komplett im Wald. Das ist alles Wald und hier ist sogar noch so ein riesiger See. Und hier wird heute Nacht unsere Schlafstelle sein. Nein, nein, nein. Ja, wir werden im Auto pennen. Das Ding ist, wird ein bisschen eng mit Johannes, aber wir schauen mal heute. Ich sag euch mal, wie wir es vorhaben. Pass auf, und zwar werden wir versuchen, im Kofferraum zu übernachten. Jupp, das wird was, oder? Das ist das Bett. Das ist das Bett, Digga. Oh mein Gott. Wir schlafen nämlich auf dem Dach. Hä? Ich dachte auf dem Kofferraum. Spaß, wir schlafen nicht auf dem Dach. Aber ich will mal wissen, wie es ist, auf dem Dach zu sein. Digga, es wird auch gehen. What? Nee, ich fahr jetzt weg, ne? Angenehm, Junge. Auf damit, Digga. Das ist der. Oh, meine Socke. Die habe ich gesucht. Guck mal, wie nice das aussieht, Leute. Richtig geil. Okay, pass auf. Okay, wir machen mal einen Test, ob wir da zu dritt reinpassen. Los, komm. Okay. Oh, schön in der Stube. Boah, das geht ja wirklich. Ist ja mega nice. Alter, guckt euch das an mit dem Dach hier. Okay, versuch du einmal reinzugehen. Oh, nee, das ist echt zu eng. Nein, das klappt nicht. Nein. Johannes, aber ich habe mir da schon was Nices für dich ausgedacht. Nö. Nein. So, Johannes, wie gefällt's dir dein Zelt? Nicht gut. Nice, Mann. Ich würde sagen, Johannes kann natürlich auch nachher nochmal rausgehen, aber nur, dass wir mal gucken, ob das auch klappt mit dem Schlafplatz. Ist gemütlich? Nein. So, damit wir nachher, wenn es hier dunkel wird, uns ein bisschen auskennen, würde ich sagen, erkunden wir ein bisschen die Gegend. Johannes, es ist echt zu nervig, das dich wieder hier rauszuholen. Du kommst in der Blase mit. Nein. Doch, komm jetzt. Ach, dann wird's heute. Krank, sogar mit Brücke. Alter, wie geil. Das hier wird also die Aussicht für die Nacht. Wie du da angerollt kommst. Johannes, wie findest du die Aussicht da drin? Was? Sieht die Aussicht nice aus? Und Lea, du gehst dahin. Nein, Lea, du gehst dahin. Und dann haben wir versucht, Johannes ein wenig zu pranken. Ja, du gehst dahin und Lea, du gehst dahin. Ich mache das nicht, du Vollidiot, das stell ich dahin. Johannes, du hast deine Pelle. Wuhu! Johannes ist im Wasser, Johannes ist im Wasser. Bis jetzt sehr spaßig hier. Wie findest du den Ausflug bis jetzt? Scheiße, ich will da raus. Oh mein Gott, Leute, wir haben gerade einen Frosch gefunden. Er atmet auf jeden Fall noch. Pass auf, dass er nicht so hoch springt. Oh. Der atmet, der lebt aber noch. Vielleicht geht's ja, wenn man ihn umdreht. Oh nein, die Beine sind, glaube ich. Die Beine. Bist du tot? Nein. Oh nein, die Beine. Oh mein Gott, der Arme. Ich weiß es nicht. Was willst du mit ihm machen? Der. Wieder auf dem Weg ist. Der kann eh nicht mehr laufen. Aber der wird doch. Vielleicht kommt er ja wieder zu sich von seinen Beinen. Ja, die sind abgefroren. Ja, guck mal, die sind ganz hart. Da sind sie auch gebrochen. Froggy. Oh Mann. Oh Mann. Was macht man da bei sowas? Warte, wir markieren uns das, wenn wir den in einer Stunde nochmal hier sehen. Vielleicht ist er dann auch. Vielleicht ist er auch weggegangen. Dann. Ich bin kein Tierschützer, ich weiß nicht genau, wie man sich in diesem Fall verhält, aber. Der Arme ist irgendwie verhaftet. Okay, es ist fucking gruselig, es ist dunkel, ich habe Angst. Junge! Guckt euch das mal an, wie das hier aussieht auf einmal, Junge. Das ist gar nicht mehr schön. Ich bin ein bisschen abergläubisch, deswegen habe ich mir so zwei Fackeln gekauft, um die Geister zu verjagen. Die werden wir jetzt hier aufstellen. Klappt ja gar nicht. Scheiße! So, hier ist jetzt die Sicherheitsstelle.
So, jetzt ist unser Schlafgemach geistersicher. Wie scheiße das aussieht. Oh Mann. Heute, nicht nur das habe ich vorbereitet, damit wir auch noch ein bisschen Spaß hier haben, brauchen wir Essen. Lea, bist du auch hungrig? Ja. Und da wir ein bisschen Dramatik in diesem Video brauchen, wird Lea das Essen für uns holen. Nein. Lea, komm mal mit, Lea, komm mal mit. Findest du dieser Weg? Sieht gruselig aus. Gar nicht, oder? Ich würde sagen, das Einzige, was du mitbekommst, ist mein Handy, damit du uns auch nicht anrufen kannst und wir kein Handy mehr hier haben. Ich weiß, dass da irgendwo Beeren in diesem Wald sind, okay? Du musst diese Beeren holen. Das sind giftig. Nein, das sind gute Beeren. Aber wenn irgendwas ist, Lea, ich gebe dir was mit, okay? Nein! Wieso, was ist das für eine Scheiße? Nein, das sind Geister hier. Die Geister haben es ausgemacht. What the fuck? Egal, trotzdem, wir brauchen trotzdem Beeren. Los, Lea. Lea, das hier ist eine Signalleuchte. Wenn irgendwas ist, die ist so hell, dann wird man dich immer sehen. Das heißt, wenn du dich verläufst, musst du einfach nur... Ich weiß es gerade selber nicht genau, was man machen muss. Oh. Du wirst es nicht bedienen müssen, Lea, weil du nicht entführt wirst. Also, geh in den Wald, hol uns mal Beeren. Und Johannes und ich gucken Netflix in der Zeit. Perfekt. So, dann gehe ich mal auf die Suche nach den Beeren. Bei ihm kann ich mich ja eigentlich nicht, ne? Lea schafft das schon, oder? Ja, easy, komm, dann let's go. Ah. Perfekt. Das ist der einzige Weg. Warte mal, ich bin doch gerade irgendwo bestimmt schon abgebogen, oder? Wo bin ich? Warte mal. Nee. Hier war ich noch nicht. Scheiße. Scheiße. Okay. Ich schaff das, die Bären. Ich bin schon zurück. Wenigstens ich finde die Bären. Halt einfach hier, Morty! Einfach testbar! Ich wollte sehen. Hier war ich doch noch nie! Was knackt hier? Scheiße! Scheiße! Nein! Nein! Moritz! Johannes! Hier ist Rektor Vagina, kein Zusammenhang. Denkst du eigentlich, dass Lea irgendwie in Schwierigkeiten ist? Nee, oder? Mhm. Okay, gut, perfekt, dann machen wir weiter. Johannes! Was war das? Lol! War das Lea? Nein, niemals. Was ist da? Was ist da? Wo seid ihr? Wo seid ihr alle in der Bank? Hilfe! 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 Lea! Hilfe! Lea! Hilfe! Lea, Lea! Du bist nur einen Meter weit gegangen, Lea. Du hast es nicht sehr weit geschafft. Ich war mitten im Wald. Du warst nicht mitten im Wald, Lea. Ich war mitten drin. Katastrophe, Lea! Du bist eine Katastrophe! Du wolltest Beeren holen! Wir hätten doch Johannes schicken sollen! Ich war im Wald! We are the champions! Jetzt haben wir unser einziges Sicherheitsmittel verloren wegen Lea, danke! Toll, das war ja wirklich toll! Lea, super. Dann würde ich sagen, überspringen wir einfach das Beerenessen. Zum Glück habe ich auch ein bisschen mitgedacht, habe Marshmallows gekauft. Wieso sollte ich überhaupt zur Bärensuche gehen, Marshmallows? Weil Beeren ein bisschen nahreifer sind als Marshmallows. Ein kleines Feuerchen machen, setzen uns ans Feuer und essen ein paar Marshmallows. Ja, natürlich. Also Lea, das war's mal wieder. Komplett. Das Lagerfeuerlied. Das LED-ED-B-Lied. Oh nein! Lea, hol die da raus! Hau! Ich hab Angst vor Feuer. Und wir grillen. Wieso ist mein Stock so kurz? Ich verbrenne mich da gleich. Leute, in solchen Momenten ist es einfach nur schön, beisammen zu sein. So, ich glaube, meiner ist fertig. Meiner ist auch schon fertig. Boah! Stark? Mhm. Mach mal einen für mich. Geil, Alter. Okay, bevor ich einen für dich mache, Johannes, würde ich sagen, wir alle haben gesehen, was mit dem Frosch passiert ist, okay? Ich würde sagen, wir machen jetzt eine kleine Gedenkminute für den Frosch, okay? Okay, die Minute ist vorbei und Johannes, dein Marshmallow ist auch schon fertig. Johannes, rein in deinen Mund. In den Gedenken an den Frosch habe ich dann leider kurz vergessen. Es tut mir immer noch so weh. Los, Johannes, rein in den Mund. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall, verpiss. Scheiße, das Ding ist auf den Boden gefallen. Das brennt gleich, das wird anfangen zu brennen. Mach das weg, das brennt. Warte mal. Oh nein, ist er kaputt gegangen? Der Feuerlöscher geht nicht mehr. Wir haben sehr gut hier alles bedacht. Lösch!
Ich glaube, es hat was gebracht, oder? Okay, der Abend verlief nicht ganz genau, wie wir es wollten. Johannes hat einen verbrannten Marshmallow. Das Feuer ging nicht mehr aus, deswegen mussten wir ein wenig improvisieren. Oh, perfekt getroffen. Soll ich mal nicht mit der Tasche haben? Junge! Haben das Feuer dann sicher gelöscht und sind dann zu unserer Schlafstätte zurückgegangen, um dann endlich zu schlafen. Wir kontrollieren einfach gleich nochmal in 2 Stunden oder so nochmal, ob das jetzt wirklich aus ist. Ich mache jetzt gruselige Sounds an und werfe mein Handy weg, okay? Was ist das? Moritz? What the fuck ist das? Oh mein Gott! Wo läuft der hin? Okay, das Lagerfeuer ist damit offiziell beendet. Ab zum Auto wieder. Also machen wir uns jetzt wirklich auf zur Schlafstelle. Let's go. Da ist man einmal mit Jungs unterwegs. Oh gosh. Okay, meine Freunde, let's go. Wir können jetzt hier unser nices Bett gehen. Oh lol, Johannes macht jetzt hier auch noch ein nices Dings auf. Dann können wir gehen. Und wir gehen jetzt erstmal richtig fett pennen. Alter, wie geil. So, man kann sogar die nicht vorhandenen Sterne sehen. So Leute, ich würde sagen, das ist hier für unser Bett für die Nacht. Nicer, dicer. Dieses verdammte Auto hat einfach so einen verdammten, also ich weiß auch nicht, was es noch kann, aber einen verdammten Camp-Mode. Unser eigenes kleines Feuerchen noch hier. Ist auf jeden Fall ein bisschen nicht so gefährlich wie das andere Feuer vorhin. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht, Madame. Good night. Wir sehen uns morgen, Leute. Madame! Leute, es ist... Was sagt das Auto? Es ist jetzt 9.50 Uhr. Alter, wir haben richtig gut gepennt auf jeden Fall. Oh, war sehr angenehm. Alter, wie geschlagen Johannes Blase ist. Ich habe meinen Nachbarn mal gehört, der hatte den Laufbläser wieder. Ja, der hat die ganze Zeit das wieder aufgepumpt. Was schreit der da rum, der kleine... Ich komme mal, warte. Ja, ich bin wach. Bruder, ich finde, das sieht gar nicht... Ja, du bist nackt. Zeig dein Buddy, Bro. Junge, ich kann nicht mehr anzudachen schlafen. Oh mein Gott, wie das beschlagen ist, Alter. What the fuck? Guck dir das mal an, Junge. Ach, du Scheiße. Was geht? Ja. War dein Campingausflug nice? Nein. Ich will nie wieder campen mit dir. Schlafen. Ja, Lea, das ist heute das Video. Du hast hier mitgemacht. Ich wollte schon immer mal ein Autobett haben. Jetzt habe ich ein Autobett. You are so funny, Dennis. I can't believe it. Warum ruft mich denn jetzt jemand an? Hallo? Willst du mich verarschen? Hi, Moritz. Hi. Hi, grüß dich. Wie geht's dir? Gut. Okay, ich habe einen Stock. Ha, 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 Johannes, der war ja wirklich so lustig.